Heute ist Donnerstag und somit gibt es wie jede Woche auch alle neuen Informationen zur aktuellen Eventwoche in GTA Online für dich. Bleib also auf jeden Fall bis zum Ende mit am Start. Gute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal, hier auf Julex. Schön, dass du eingeschaltet hast. Im heutigen Video gibt es wie immer die neue Eventwoche. Ich erzähle dir, was es für ein neues Fahrzeug in GTA Online seit heute gibt und vieles mehr. Also merkst, wir haben einiges zu besprechen. Bevor es aber losgeht, kleine Information am Rande. Der nächste Livestream wird am Freitag um 20 Uhr sein. Also stell dir am besten jetzt direkt schon mal einen Wecker, dass du am Freitag um 20 Uhr hier mit auf YouTube am Start bist. Aber jetzt würde ich sagen, wir labern gar nicht mehr ewig herum, sondern wir starten direkt mal rein ins Video. Let's go! Als erstes möchte ich über das neue Fahrzeug sprechen, welches wir heute neu in GTA Online ins Spiel bekommen haben. Und zwar ist das die Manchus Scout. Sie kostet jetzt 225.000 GTA-Dollar und ich muss sagen, sie ist ein echt cooles Motorrad, an welcher man sogar ziemlich viel tunen kann. Wer also auf Tuning und Motorräder gleichermaßen abgeht, kann ich nur mal ans Herz legen, sich dieses Motorrad anzuschauen. Wenn ihr überlegt, Tuning, Motorrad, ich weiß nicht so richtig, ich werde euch am Ende von diesem Video hier nochmal ein Gameplay dranhängen vom Tuning, da könnt ihr euch das Ganze auch erst nochmal anschauen. Sprechen wir als nächstes auch direkt mal über die Doppelgeld- und Doppelt-RP-Möglichkeiten in dieser Woche. Und zwar erhalten wir Doppelgeld und Doppelt-RP auf alle Überlebenskämpfe. Diese bringen ganz gut Geld, normalerweise 30.000, jetzt 60.000. Aber was die Bezahlung angeht, ist der Cayo Perico, heißt nach wie vor besser, wenn man die richtigen Tricks anwendet. Eine Sache darf diese Woche aber natürlich nicht fehlen, das sind mal wieder Geschenke. Und zwar erhalten wir diese Woche, wenn wir uns einmal in GTA Online einloggen, die High-Camouflage-Lackierung für den Toreador und das Pegassi Aged T-Shirt. Das neue Podiumsfahrzeug ist diese Woche der Toreador. Es ist dieser neue Unterwasserwagen, den wir ja mit dem Cayo Perico heißt, jetzt ins Spiel bekommen haben. Andere nennen ihn auch Stromberg Mark II und er hat auf jeden Fall einige Vorteile vergleichsweise zum Stromberg. Denn er hat zum Beispiel Nitro und er hat Platz für 4 Insassen anstatt von 2. Also er ist schon ein bisschen besser als der Stromberg, aber kostet normalerweise auch mehr. Unser Glück, dass wir diesen diese Woche gratis bekommen können. Und wenn du dir denkst, Alter, ich will den haben, aber ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, ich verkacke immer am Glücksrad, dann schau mal in die Videobeschreibung bzw. oben rechts in die Infokarte. Dort verlinke ich dir sehr gerne mal ein Video, wo ich einen kleinen Tipp oder Trick gezeigt habe, mit dem du die Wahrscheinlichkeit, dass du diesen gewinnst, deutlich erhöhen kannst. Also, welches Fahrzeug findest du besser, den Stromberg oder den Toreador? Schreibt es sehr gerne mal in die Kommentare. Sprechen wir als nächstes mal über die Rabatte für diese Woche. Und zwar erhalten wir 25% Rabatt auf die Upgrades vom U-Boot. Also die Sonarstation kostet jetzt heute nur noch 900.000, die Lenkraketen nur noch 1,4 Millionen und die ganzen Moonpool-Fahrzeuge kosten eben 1.400.000 für den Sparrow und für die Avisa 1,2 Millionen. Die Waffenwerkstatt kostet 262.000, aber ich denke, die meisten von euch haben eh schon eine, deswegen ist das hier rausgeworfenes Geld. Wenn ich euch hiervon erstmal was empfehlen darf, falls ihr es noch nicht habt, holt euch auf jeden Fall den Sparrow. Er ist einfach so unglaublich wichtig, um die Cayo Perico, heißt Vorbereitungen, schneller zu absolvieren. Ihr kommt schneller vom U-Boot weg, ihr kommt schneller zum U-Boot, ihr könnt das Ding direkt zu euch rufen, ähnlich wie den CEO-Helikopter. Er ist einfach mega, mega nice und für 1,4 Millionen ist er auf jeden Fall deutlich günstiger. Und wenn ihr irgendwas zum Spaß haben wollt, dann holt euch halt die Lenkraketen. Für 1,4 Millionen sind diese auf jeden Fall deutlich günstiger als normalerweise. Normal würde ich sagen, lohnt sich nicht, ist einfach Geldverschwendung. Ja, ist lustig, aber ist halt das normale Geld nicht wert. Aber jetzt im Rabatt kann man da auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Das sind aber nicht die einzigen Rabatte, denn wir erhalten diese Woche auch 40% Rabatt auf den Buzzard, er kostet jetzt 1 Million, auf den Reaper, er kostet jetzt 960.000, auf den Sea Sparrow, das ist im Prinzip der Sparrow aus dem U-Boot, aber mit Wasserkufen, er kostet 1 Million und 30% Rabatt auf die Corquette D10, sie kostet 1,1 Million. Irgendwie kostet diese Woche alles so ziemlich genau 1 Million. Läuft. Das neue Premium-Rennen für diese Woche nennt sich Art to Art, das neue Zeitrennen Route 68 und das neue RC Bandito-Zeitrennen nennt sich Camaraderie.
Die Twitch Prime Rabatte sind die gleichen wie auch letzte Woche. Und zwar erhalten wir einmal die Sonarstation kostenlos, wenn wir Twitch Prime haben. Alle anderen haben es eben nur reduziert. Außerdem bekommen wir 200.000 GTA-Dollar von Rockstar Games für das Spielen in dieser Woche. Damit aber nicht genug. Es gibt auch 35% Rabatt auf das Patrouillenboot. Dieses kostet jetzt zwischen 1,9 und 1,4 Millionen. Auf den Longfin, dieser kostet jetzt 1,4 bis 1 Million. Und auf das bewaffnete Dinghy, dieses kostet weiterhin 1,4 Millionen, aber das ist bisher ja noch nicht erschienen. Insofern könnt ihr es auch nicht kaufen, egal ob billiger oder teurer. Und wenn du Twitch Prime Mitglied bist und dir all diese coolen Rabatte abholst in GTA Online, dann wäre es eine mega nice Aktion, wenn du einmal in die Videobeschreibung gucken könntest. Denn dort verlinke ich dir mein Twitch-Profil und dort kannst du, wenn du Twitch Prime Mitglied bist, einfach gratis einmal im Monat jemanden unterstützen und sozusagen eine Mitgliedschaft dalassen. Kostet dich nichts und mir hilft es wirklich weiter. Ist alles beschrieben in der Beschreibung, einfach draufklicken und mich unterstützen. Dafür auf jeden Fall an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank. Und ein besonders großes Dankeschön geht natürlich auch raus an unsere YouTube-Mitglieder. Und zwar an alle Superstars und Legenden möchte ich hier nochmal einen Shoutout raushauen, also erwähnen. Also ein großes Dankeschön an unsere Superstars auf diesem Kanal. Ender King, Ave Gamers, Philipp Graf, irgendwie Wali und Happy Gamers sowie Patrick Tam. Und natürlich auch an unsere Legenden, die einfach die höchste VIP-Stufe auf diesem Kanal haben und mich jeden Monat so unglaublich stark unterstützen. Vielen Dank somit an Alex Hunt, an Forza Fire, an Luke und natürlich auch an Chris. Vielen herzlichen Dank für eure absolut legendäre Unterstützung. Nun gut, jetzt bin ich aber auch wirklich mal raus mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass es dir gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir sind auf dem Weg zu den 120.000 Abonnenten und es wäre nice, wenn wir die möglichst bald erreichen. Jetzt gibt es auch das Tuning-Gameplay von dem neuen Motorrad. Und ja, jetzt bin ich raus. Haut rein, bis bald und ciao. Thinking about